Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit kommen wir zu den neuesten Spoilern, zu den nächsten paar Episoden vom Boruto-Anime. Und Freunde, ihr habt richtig am Titel gesehen, das Ganze sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen, denn ich habe tatsächlich wirklich gedacht, dieser Arc verspricht etwas Gutes. Urashiki, ein Otsutsuki. Ich habe wirklich gedacht, es geht hier zur Sache, aber man hat schon an den letzten zwei Episoden so ein bisschen gemerkt, das Ganze kommt nicht richtig in die Gänge, das Ganze wird nicht richtig in die Wege geleitet. Boruto wirkt sehr, sehr langweilig, auch mit diesem Arc. Urashiki ist jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen und keine Ahnung, einige Punkte sind da wirklich ziemlich seltsam. Und auch hier diese Episoden, zu denen wir jetzt die Spoiler bekommen haben, sind wirklich überhaupt nicht nice. Und wir haben tatsächlich das allererste Mal im Boruto zwar nicht die Filler, aber Filler, die mitten in einen Arc reingeschoben werden. Das ist bisher in Boruto noch nie passiert und das bekommen wir jetzt aber auch das erste Mal. In Naruto Shippuden ist das schon ein paar Mal vorgekommen, aber hier jetzt in Boruto ist das das allererste Mal der Fall. Naja, das hat uns noch gerade gefehlt, ohne Spaß. Also das muss man wirklich sagen, das ist einfach nur noch zum Kotzen, das ist wirklich eine Verarsche. Das ist ehrlich nicht mehr normal. Also wieder Filler, ich kann nicht mehr, ohne Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, beziehungsweise ein Abo auf dem Channel, wenn ihr nichts mehr zu Boruto und Naruto verpassen wollt. An der Stelle, gut, wir fangen an mit Folge 124, der entscheidende Moment. Getrennt von Shikadai und Temari schreiten Boruto und Shinki weiter nach Konohagakure voran. Urashiki hat derweil Shukakus Standort lokalisiert und erscheint nun vor den beiden. Irgendwie schaffen es Boruto und Shinki zu entkommen, obwohl ihr Gegner ein Otsutsuki ist, doch es scheint, ihr Entkommen bringt neue Probleme mit sich und Boruto entwickelt schlussendlich eine besondere Strategie. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Im Grunde hat man jetzt halt Boruto und Shinki gegen Urashiki, Shikadai und Temari sind halt wahrscheinlich dann eher wieder gegen die Puppe, gegen die Marionette unterwegs. Wir sehen ja in der nächsten Episode, dass das Ganze auf jeden Fall erstmal gegen diese Marionette geht. Muss man mal abwarten, wie das halt jetzt wirklich zustande kommt, beziehungsweise ob diese Marionette, die halt wirklich alleine dasteht, ja, keine andere ist irgendwie dabei, nur allein stehen. Das hatte ich auch in der letzten Review angesprochen, dass sie da jetzt zu 4, zu 5 irgendwie vorgehen gegen eine Marionette, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Man merkt halt, dass das übelst in die Länge gezogen wird. Gegner, die eigentlich jetzt nicht so krass sind. Ich weiß, viele Leute haben gesagt, ja, die waren auch in Naruto The Last heftig und keine Ahnung was. Aber meiner Ansicht nach sind diese Puppen halt von Urashiki gesteuert und nicht von Toneri. Und meiner Ansicht nach ist das volle Potenzial von denen eh nicht da. Wir sehen, dass die meisten davon eh schon down waren, ohnehin schon. Und diese Marionette wurde ja von Kankuro sowieso schon mehr als beschädigt. Ja, normalerweise dürften da Temari, Shikadai, Boruto und Shinki zu viert gar keine Probleme haben gegen eine einzig stehende Marionette. Meiner Ansicht nach absolut lächerlich, eine ganze Folge dafür hinzuhalten und zu sagen, yo, das bereitet denen aber riesige Probleme, nicht mehr normal. Und dementsprechend ist Urashiki dann auf dem Weg zu den beiden. Aber was das für eine besondere Strategie sein soll, keine Ahnung. Ich habe eine Sache im Sinn und wenn das passiert, dann kotze ich wirklich ohne Spaß, weil darauf habe ich gar keinen Bock. Wir kommen zu Folge 125, wir kommen zu Boruto und Shinki. Fehlt nur noch, dass das der Ninja-Weg von denen ist oder der Wille von Boruto und Shinki. Boruto und Shinki vollziehen ihre Strategie, aber am Ende erreicht Urashiki sie dennoch. Um gegen Urashiki zu kämpfen, der Shukakus Chakra möchte und die beiden gnadenlos angreift, setzen Boruto und Shinki jeweils ihr stärkstes Jutsu ein. Urashiki ist allerdings ein Otsutsuki und nicht einmal Sasuke und Gaara konnten ihn besiegen. Schaffen es also Boruto und Shinki, Urashiki jetzt zu vernichten. Ja, das ist sowieso schon so eine Sache, wo man sich eigentlich schon denken kann, das wird hier nicht wirklich vollendet werden. Also Urashiki wird hier auf gar keinen Fall besiegt werden. Boruto und Shinki können diesen Otsutsuki nicht besiegen. Das ist mehr als offensichtlich. Klar hat Boruto einen Gott besiegt, er hat Momoshiki vernichtet, aber die Umstände waren natürlich ganz anders. Also das ist klar. Naruto und Sasuke haben gegen ihn gekämpft. Naruto hat Boruto das Chakra gegeben mit seinem Rasengan und so weiter. Das war klar, dass das natürlich was ganz anderes war, ein ganz anderes Szenario als jetzt hier gegen Urashiki, wo Boruto und Shinki komplett auf sich allein gestellt sind. Das ist
völlig offensichtlich. Und jeder mit einem normalen Menschenverstand weiß, dass Boruto und Shinki unmöglich gegen Urashiki gewinnen können. Der hat Sasukes Chakra, der hat Mitsukis Chakra, er hat theoretisch auch schon was von Garas bzw. Shukakus Chakra. Und je nachdem, was er noch bekommt, müsste der eigentlich ziemlich tricky drauf sein. Von daher haben Boruto und Shinki hier eine geringe Chance, sag ich mal. Also ich denke, es wird hier ein bisschen in eine taktische Richtung gehen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt zu Boruto passt, mehr so in Richtung Shikadai, aber vielleicht kommen Shikadai und Temari jetzt auch wieder hinzu und helfen den beiden. Könnte also sein, dass die hier Verstärkung bekommen. Anscheinend spielt das Ganze auch schon so ein bisschen vor Konoha, also das Ganze ist nicht mehr weit von Konohagakure entfernt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch Verstärkung bekommen, dass Naruto vielleicht hinzukommt, oder dass Borutos Kameraden hinzukommen, also Sarada und Mitsuki, keine Ahnung. Es könnte auf jeden Fall sein, dass Verstärkung reinkommt und dass Boruto und Shinki nicht nur auf sich allein gestellt sind, vielleicht am Anfang noch, aber halt im Laufe der Episode dann nicht mehr. Und dass Urashiki sich dann einfach zurückziehen muss, weil er merkt, dass das Ganze dann immer näher nach Konoha kommt und Naruto sich halt da befindet. Vielleicht hat er Schiss vor Naruto, kann sein. Vielleicht hat er Schiss vor dem, was auf jeden Fall möglich wäre, ich weiß nicht. Deswegen muss man mal abwarten, was da so seine Intention ist, was da so seine Einstellung gegenüber Konoha ist und warum Urashiki von denen ablässt. Denn es kommt definitiv zu einer Art Pausierung, zu einer Art Pause in diesem Arc, wo Urashiki einfach in die Flucht geschlagen wird oder sich zurückzieht. Aber warum, können wir nicht wirklich sagen. Also das ist wirklich sehr seltsam, denn wir sehen jetzt in der nächsten Episode, dass das Ganze irgendwie pausiert wird, es wird gestoppt, keine Ahnung, das ist sehr, sehr merkwürdig, aber wir kommen auf die nächste Episode zu sprechen. Folge 126, der Shukaku-Plan. Boruto und die anderen, aha, also nicht nur Boruto und Shinki, das heißt, er bekommt doch Verstärkung, hatte ich ja schon recht mit. Boruto und die anderen bringen Shukaku nach Konoha und lassen ihn erstmal im Uzumaki-Haus verweilen. Damit Urashiki ihn nicht mehr spüren kann, versetzt man Shukaku in einen Teekessel aus dem Uzumaki-Haus. Was soll das bringen? Hat der besonderes Chakra oder was? Als die Bavari Shukaku trifft, kommen alte Erinnerungen an Narutos Hokage-Zeremonie sowie den Familientag zurück und Shukaku erfährt vieles über Naruto. Ich sag euch eine Sache, diese Folge wird Recap sein. Ich habe gar keinen Bock auf Recap. Ich schwöre es euch, ich habe gar keinen Bock auf Recap. Aber diese Folge wird Recap sein. Das wird die Folge mit Himawari und Narutos Knockout sein. Das wird die Folge mit dem Familientag sein, was an sich lustige Episoden waren. Und natürlich werden auch Referenzen gezogen zwischen Shukaku, also dem richtigen, und diesem Plüschtier, was Himawari bekommen hat. Safe call. Und das wird doch bestimmt lustig werden, gar keine Frage. Aber warum macht man so eine Folge mitten in den Arc rein? Das ist absolut unnötig und das ist einfach nur, keine Ahnung, jeder will was anderes sehen und dann bekommt man sowas. Ich finde die Comedy-Folgen von Boruto zwar in Ordnung und auch lustig und so, zum Teil halt dann auch mal, und ist eine coole Abwechslung, aber doch nicht zu so einer Zeit, beziehungsweise es reicht doch jetzt auch langsam mal. Wir haben fast 130 Folgen, was soll die Scheiße, ohne Spaß. Da denke ich mir einfach nur so, wie lange will uns Studio Pierrot noch verarschen? Das ist einfach nicht mehr normal, aber die nächste Folge übertrifft das Ganze einfach nur noch maßlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die nächste Folge ist wirklich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das ist nicht mehr normal. Folge 127. Icha-Icha-Taktiken. Flirtparadies. Hä? Boruto hört Geschichten über Jiraiya, Narutos Lehrmeister, und entscheidet viel über ihn zu lernen. Als Boruto versucht, mal wieder von Sasuke trainiert zu werden, geht er zu den Uchihas und trifft Sarada, die ihm von den Büchern von Jiraiya erzählt. Jiraiya schrieb diese besonderen Bücher und war einer der legendären Sannen. Was könnte dies nur für ein Buch sein? Hä? Was? Digga, was ist das für eine Folge? Shukaku ist bei den Uzumakis, Urashiki ist außerhalb von Konoha und wartet da, macht ein Picknick oder was? Und wartet da, bis sie wieder rauskommen, und in der Zeit suchen die das Flirtbuch von Jiraiya? Willst du mich verarschen? Was ist das denn für eine bescheuerte Sache? Das können die doch nicht ernst meinen.
Was ist das denn? Vor allem muss man ja hier auch wieder sagen, in dieser kleinen Zusammenfassung erkennt man ja schon, dass Sasuke auch wieder in Konoha ist. Wenn Boruto schon zu den Uchihas geht, um von Sasuke trainiert zu werden, dann scheint er ja wieder vor Ort zu sein. Das heißt, wir können uns eigentlich sogar schon ausmalen, dass er wahrscheinlich die paar Folgen zuvor, wo Boruto und Shinki gegen Urashiki gekämpft haben, wird er wahrscheinlich auch noch hinzugekommen sein. Es müssen nicht unbedingt Borutos Freunde sein, also Mitsuki Sarada oder so, halt die anderen Genen, es können auch Naruto und Sasuke sein und dann Urashiki erstmal in die Flucht schlagen, dass er sich halt zurückzieht, das wäre auch möglich, könnte definitiv einiges sein, dass sich schon einige irgendwie versammelt haben, weil Kankuro die vielleicht schon davon unterrichtet hat, weil wir wissen ja, dass Kankuro auch weggekommen ist, dass wir halt nicht gesehen haben, wo Kankuro ist, das wäre möglich, das könnte ich mir gut vorstellen, dass Kankuro vielleicht schon Naruto und so weiter in Kenntnis gesetzt hat, dass etwas mit Urashiki passiert und dann dementsprechend kommen die dann kurz vor Konoha an und dann warten schon alle darauf und dann sieht Urashiki, oh shit, da ist ja eine ganze Mannschaft, ich verpiss mich lieber wieder und dementsprechend haben wir dann so ein Arc etwas mehr pausiert und dann bekommen wir halt später wieder quasi den zweiten Part von diesem Arc, wo dann Urashiki mit mehr Leuten ankommt oder wo er sich dann auch einen Plan ausdenkt, um Shukaku zu bekommen oder vielleicht lässt er auch komplett von Shukaku ab und nutzt dann einen anderen Moment, das wäre auch möglich, an sich aber trotzdem ein Arc, wo ich mir einfach nur denke, wow, also das ist wirklich meiner Ansicht nach einer der dümmsten Arcs in Boruto, von dem, was wir jetzt hier auch aus den Summaries ziehen können. Für mich ist dieser Arc einfach nicht mal für Urashiki, für Sasuke oder für Boruto da, sondern dieser Arc ist einfach nur da, um diesen Suna-Plot abzudecken und um Shinki ein bisschen Screentime zu geben. Das ist der einzige Kern dieses Arcs. Das ist der einzige Sinn dieses Arcs, meiner Ansicht nach. Und Shinki ist jetzt nicht unbedingt ein Charakter, wo ich mir jetzt denke, wow, den will ich jetzt mega krass sehen, ja. Diese Auseinandersetzung zwischen Boruto und Shinki ist sowas von casual und packt mich überhaupt nicht, keine Ahnung. Es ist überhaupt nicht das, was ich sehen möchte und man hat hier eigentlich die Möglichkeit, sowas Heftiges rauszuziehen. Auch letzte Episode mit Kankuro, ja. Es geht nicht darum, wie stark diese Gegner sind, was auch viele missinterpretiert haben, dass diese Gegner viel stärker sind als Kankuro und dass Kankuro sich gut geschlagen hat. Nein, Kankuro hat sich nicht gut geschlagen. Kankuro stand da nur rum, hat dreimal mit seinen Fingern gewedelt und das war's. Der hat nichts gemacht. Das ist einfach wirklich fucking traurig. Das ist ein mittlerer Naruto-Charakter, sag ich mal. Er ist jetzt nicht wirklich mega stark und ist mir klar, dass er jetzt nicht zu der Elite gehört, aber es ist doch mal an der Zeit, dass solche Charaktere auch mal wieder glänzen können, dass solche Charaktere mal überzeugen können, was die alte Generation drauf hat. Am Ende des Tages kann Kankuro immer noch verlieren, darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, dass die überzeugen, ja, dass die überzeugen, dass die Animation vielleicht auch ein bisschen weiter in eine Sakuga-Richtung gehen kann und so weiter, dass es ein bisschen weiter angehoben werden kann, aber das passiert ja alles nicht. Es wird ja alles nur, keine Ahnung, so komisch gelöst. Ich weiß nicht, was das soll. Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig und passt mir einfach überhaupt nicht. Man kriegt ein falsches Bild von den Arcs und gerade auch unter der Voraussetzung Urashiki Uzutsuki, das muss heftig werden und jetzt haben wir einen Plot, der einfach in eine langweilige Richtung geht, da denkst du dir einfach, ey, selbst einer vom Uzutsuki-Clan wird so langweilig und so kacke letztendlich dargestellt, aber keine Ahnung, was das letztendlich mit Urashiki wirklich werden soll in diesem Anime, keine Ahnung. Also, wir haben dann eine Recap-Folge über Shukaku und Himawari und Naruto. Ich denke, das wird comedy-reich werden. Ich denke, das wird auf jeden Fall lustig werden, diese Interaktion zwischen Himawari und Shukaku. Definitiv, ich denke, das wird eine coole Folge. Aber es wird halt auch viel Recap sein. Es wird halt letztendlich trotzdem eine Folge sein, die eigentlich deplatziert ist. Also halt nichts da zu suchen hat. Und die Folge mit Jiraiya, beziehungsweise mit den Flirtparadies-Sachen da, mit Boruto und Sarada, also ganz ehrlich, also tut mir leid, aber da bin ich raus. Das ist genauso eine Scheiße wie mit Team 25, das juckt niemanden, Mann. Jiraiya, okay, ich verstehe das, ja, um irgendwie Bezüge zu Jiraiya zu ziehen und so weiter, diese alten Sachen und so, aber ey, ohne Spaß, warum jetzt? Warum in so einem Arc, wo, ich verstehe es nicht, ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Du machst einen Arc mit Urashiki, du packst da irgendeinen Plot rein, oh, der darf Shukaku auf gar keinen Fall bekommen, warum? Lass ihn doch Shukaku bekommen, lass ihn doch übelst stark werden und dann
ballern Naruto und Sasuke den weg, keine Ahnung was, ja? Lass doch was Cooles machen aus diesem Anime. Nein, Digga, Shukaku wird in den Teekessel gepackt und dann von Himawari beschützt mit der Plüschtierbande, die sie da hat. Digga, was ist das? Ehrlich, ohne Spaß, da könnte ich kotzen. Das ist einfach nicht mehr normal. Was sind das für Folgen? Und dann die nächste Folge, ach, Probleme alle aus der Welt geschafft. Urashiki ist erstmal im Urlaub, Digga. Gehen wir jetzt erstmal Flirtparadies kaufen. Mit Sarada Eis essen und dann Dating Arc. Was ist das? Das ist doch nicht mehr normal. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Du hast so viele Charaktere in diesem verschissenen Anime, die du beleuchten kannst. Viele davon kommen nicht mal im Manga vor. Iwabe zum Beispiel. Wieso gibst du denen keine Screentime? Wieso gibst du denen keine krasse Mission, die die vollbringen können, um denen irgendwie mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben? Gar nichts. Nichts davon. Die sind einfach irrelevant as fuck. Jeder von denen ist irrelevant. Und tatsächlich bekommt man jetzt auch sogar langsam das Bild, dass solche Arcs mit Urashiki fucking irrelevant werden. Weil einfach nichts passiert schlussendlich. Und dann wieder solche Pausen eingelegt werden, wo Filler-Folgen reinkommen. WTF, da habe ich wirklich kein Verständnis mehr für. Das ist ehrlich nicht mehr normal. Wie die Folgen einzelstehend dann sind, das schauen wir uns dann im Detail an, wenn wir dann immer sonntags haben und dann eine Folge kommt. Dann schauen wir uns die Folgen natürlich einzelstehend an. Und wenn ich nichts zu den Folgen sagen kann, dann mache ich die Folge dann halt auch mal nicht. Aber schlussendlich, als zusammenfassender Monat, natürlich wie immer ich das mache, Anfang des Monats die Spoiler zusammenfasse, ist das halt wirklich hier wieder, also, eine absolute Katastrophe für September und Anfang Oktober. Ohne fucking Spaß. Das ist eine absolute Katastrophe. Das wäre es erstmal von diesem Video zu diesen Spoilern gewesen. Ja, wie ist eure Meinung zu diesem ganzen Stuff? Findet ihr das cool oder nicht so? Ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn ihr das nicht so findet. Ich finde das auch nicht so. Dementsprechend lasst mir das auf jeden Fall mal in den Kommentaren da. Natürlich, wie gesagt, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich ein Abo auf dem Channel, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.